Ahoi, liebe Zielgruppe, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Wir sind an der schönen Nordsee in der Nähe von Büsum und zwar auf dem Campingplatz. Lie. Nordsee-Camping in Lie, so Ach heißt so. Er wirklich. Okay, so rum, ihr seid ja gewohnt, dass unsere Namen nicht gerade sind. Wir sagen nur Bergwiese. Steht auch dahinter. Bergwiese? Bergwiese haben wir ja, ja. Bergwiese an Seewiese? Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir hier einen wunderschönen Platz gefunden. Und das werden wir euch alles zeigen, und zwar nach dem Intro. Wir stehen direkt an der Anmeldung, so wie man das ja gewohnt ist. Das heißt, ihr kommt hinter euch, kommt ihr rein. Ganz wichtig, gebt bitte die Adresse genau in euren Navi ein. Bitte nicht über eine Park4Night, dann könnte es sein, dass ihr über ganz komische Schleichwege kommt. Das ist gleich am Anfang ganz wichtig, wenn ihr hier reinkommt, gebt die Adresse richtig im Navi ein und dann kommt ihr auch genau hierher, wo ihr hingehört. Also, ihr kommt von euch rein, also ihr kommt einfach in die Richtung, fahrt ihr und dann stellt ihr euch dort vorne einfach hin. Hier gibt es gleich ein Lädchen, das hat dann am Tag offen. Gibt es richtig gute Brötchen, ne? Frische Brötchen. Also keine Aufbackbrötchen, falls ihr das denkt, was man sonst so kennt. Nein, das sind frische Brötchen. Ja, und wenn ihr euch da hinstellt, dann meldet ihr euch dort an und bekommt erstmal einen richtig erstklassigen Service, Einweisung, alles, was ihr wissen wollt, dort erfahrt ihr es. Direkt hinter uns und neben der Anmeldung gibt es natürlich auch Informationsmaterial. Ihr habt hier eine Übersichtskarte, wo ihr euch befindet, dann gewisse Sachen, die halt hier stattfinden. Und es gibt noch ein kleines Schild daneben an, denn dort könnt ihr auch Fahrten machen mit Schiffen und so weiter, sogar Richtung Helgoland, wenn da jemand hin möchte. Natürlich, glaube ich, müsste das alles von Büsum aus starten. Auch an der Rezeption könnt ihr E-Bikes laden, nicht laden. Und leihen. Da stehen sie, also sehr modern. Genau. Und wir müssen mal kurz auf unsere Informationen gucken. Und zwar kostet 20 Euro am Tag und ich würde eine ganze Woche das auch, dann wird es günstiger, kostet nämlich 130 Euro. Genau. Und einfach mal, damit ihr wisst, wie weit kommt ihr, ihr könnt von hier losfahren bis nach St. Peter-Ording und zurück. Kein Problem. Das sind so, weiß ich nicht, 75 Kilometer hat man uns gesagt und ungefähr 90 werden die auch halten. Also wenn ihr nicht gerade Turbo macht, ne? Aber ihr seid hier im Urlaub, ihr sollt das eh ein bisschen ruhiger angehen lassen. Dafür ist nämlich der Platz auch sehr, sehr bekannt. Hier lässt man es ruhiger angehen. Nicht so Wusel, sondern wirklich Entspannung. Das ist 1A hier. Genau. Jetzt machen wir ein bisschen Vergangenheitsbewältigung. Ihr wisst ja, wie haben wir angefangen? Kreuzfahrt, Bulli. Das heißt, wir haben ja mal mit dem Bulli angefangen und da gibt es hier was auf Campingplatz in Lee. Das gleich erzählen wir euch auch noch was dazu. Erfahren, hier gibt es Bulli-Plätze. Die sind ein bisschen was Besonderes und zwar hier seht ihr sie. Das sind, jetzt muss ich kurz gucken, 4 Stück an der Zahl und zwar hier vorne. Die haben einen super Vorteil. Bulli, dann Nordsee, mit was verbinden wir das? Mit? Ja, mit Windsegeln, Windsurfen, also Surfer halt, ne? Genau, und die können natürlich, einmal hier in Büsum natürlich, aber auch in St. Peter-Ording, können hier wunderbar surfen, bis zum geht nicht mehr. Und da will man vielleicht bis zur letzten Welle. Und wir gehen jetzt mal Hochsommer. Da ist ja bis 22 Uhr richtig Licht. Und da ist aber die Möglichkeit, ihr könnt halt hier euch noch hinstellen, weil die Schranke, das ist auch hier etwas, hier gibt es eine Nacht- und eine Mittagsruhe. Da könnt ihr zwar immer raus, aber rein geht's nicht. Kommt nicht rein. Und dann könnt ihr euch einfach hier vorne hinstellen auf den Wiesen und könnt wunderbar halt einfach nach einem geilen Surftrip. Ich kann jetzt hier nicht so wirklich auf cool tun, weil ich habe von Surfen null Ahnung. Aber wenn ihr einen geilen Surftrip habt, dann könnt ihr euch hier hinstellen. Und dann sind die Plätze auf jeden Fall super geeignet. Genau. So wollten wir sagen. Gibt's noch andere Plätze dazu? Kommen wir aber im Laufe des Videos. Jetzt drehen wir uns einfach und dann zeigen wir euch nämlich das erste Waschhaus. Für euch Camper ist natürlich genauso wie für uns ganz wichtig Chemieentsorgung, also die Toilette, wo soll das Ganze hin? Hier haben meine Herren herkömmliche Entsorgung, ist im Prinzip ein Abfluss, zack, mit Spülung und ja, das Ganze ist recht simpel und recht sauber gemacht. Der Dreck ist schnell weg. Ihr habt hier auch einen Schubber noch dazu, damit ihr den nochmal weg machen könnt und nochmal vielleicht durchspülen könnt. Aber dieser Platz hat noch was Besonderes und da kommen wir später zu. Wir schauen jetzt hier nochmal einmal rein, denn hier haben wir Abwaschräume. Also alles, was das Thema, der Marcel filmt da mal rein. Alles natürlich zum Thema Geschirrspülen und so weiter, das könnt ihr hier
zusammen machen, nämlich Männlein und Weiblein. In dem anderen Waschhaus gibt es da eine Besonderheit. Da ist nämlich Männchen und Weibchen getrennt. Auch für die Wäsche wird natürlich vorgesorgt. Ihr habt eine Waschmaschine und habt einen Trockner. Jeweils für eine Münze, also ich gehe mal von aus 1 Euro wird das gekosten. Ah ne, da oben steht es, 4 Euro je Waschmaschine oder halt Trockner. Die Wertmarken werdet ihr wohl an der Rezeption bekommen. Auch hier haben wir die Herrentoilette, da schauen wir gleich mal rein und natürlich die Waschgelegenheit für die Herren. Da dort drin Musik läuft und wir dann halt rechtliche Probleme haben, zeigen wir euch das einfach in eingeblendeten Bildern bzw. in einem Schnelldurchlauf. Nicht wundern, wenn mal zwischendurch was gesperrt sein sollte. Durch die aktuelle Corona-Lage ist natürlich noch der ein oder andere Waschbereich aktuell gesperrt. So, wir sind durch die Schranke durchgegangen, da ist sie. Und was auch für euch interessant ist, da oben, das ist Big Brother. Und zwar eure Kamera, der erkennt nämlich euer Kennzeichen, so dass ihr ja rein und rausfahren könnt. Wobei raus geht sie auf. Beim Rein wird natürlich kontrolliert, ob das dürft. Hier haben wir entsprechende nochmal Bulli-Plätze. Wobei es gibt noch einen ganz besonderen Bulli-Platz. Das ist direkt am Waschhaus, zeigen wir euch da auch noch. Und was aber richtig toll ist, und da nehme ich jetzt Stefan mal mit, weil wenn wir das gerade hier schon mal haben, muss das ja einfach mal erklärt werden. Das sind nämlich diese Standardsäulen. An jedem Platz gibt es so eine Säule. Strom und Wasser habt ihr direkt am Platz. Das sind alles Komfortplätze. Circa 300 Plätze gibt es hier am Platz. WLAN gibt es hier am Platz. Frischwasser, Strom. Also das ist richtig cool hier. Und ihr habt so Wiesen und einiges gibt es noch mehr zu sagen, aber das sagt euch gleich Stefan. Was ich vom Komfort her auch mega cool finde, ist, hier gibt es so kleine Deckel. Die gibt es nicht an jedem Platz, aber an ganz vielen Plätzen. Ich hebe einfach mal diesen Deckel hier an, wobei, wenn ich den hier hochkriege, heißt es, jo, ich kriege eine hoch. Und wenn man dort reinguckt, das ist Abwasser. Und zwar sind die sämtlichen Plätze hier mit dem Abwasser ausgestattet, also so, dass ihr auch hier gleich euer Abwasser loswerden könnt. Müsst ihr natürlich einen Schlauch dafür haben, aber viele haben natürlich es mit. Auch jeweils hier an der Hauptstraße gibt es solche Frischwasserzellen, wo auch der Feuerlöscher ist. Also das habt ihr auch jedes Mal wieder. Da könnt ihr ganz frisch Wasser beziehen. Für die, die das nicht haben, aber wirklich eigentlich fast jeder Platz ausgenommen sind die sogenannten Zeltplätze. Wir zeigen euch nachher mal einen Plan. Da seht ihr was von Zeltplätzen. Da gibt es kein Frischwasser. Sonst hat wirklich jeder Platz so eine Säule. Und wenn ihr halt die Säule nicht habt, dann könnt ihr zu diesen Versorgungsstationen halt fahren. So, wir haben ja ganz am Anfang uns vorgestellt hier oder haben gesagt, wir sind ja am Nordsee-Camping in Lee. Das hat sich jetzt rausgestellt. Nein, das heißt nicht in Lee. Hat nichts mit Bruce Lee zu tun. Nein, das hat was mit Segeln zu tun oder beziehungsweise halt mit dem ganzen Thema Windsurfen, Windsegeln und so weiter. Denn Lee bedeutet einfach, also Lee wird so ausgesprochen und Lee bedeutet einfach dem Wind abgewandte Seite, also sprich dem Windschatten. Dann gibt es natürlich noch Luv und das ist nämlich dem Wind die zugewandte Seite, also das heißt mitten im Wind stehen, wie auch immer. Genau, also Luv, die Windfront, Lee, der Windschatten. Das heißt, genau. Das ist ein Nordsee-Camping im Windschatten. So kann man das auch übersetzen. Mittendrin hier auf dem Campingplatz haben wir die Wasserentsorgung, also das heißt das Grauwasser, was dorthin kommt. Und was dieser Campingplatz zu bieten hat, ist ein Camper-Clean. Kassette rein, abwarten, also Geld rein, auswählen, abwarten. Zeigen wir mal später nochmal ein Video auch dazu. Oder beziehungsweise da habt ihr vielleicht schon ein Video zu gesehen. Ist relativ simpel und eine sehr, sehr saubere Sache. Schauen wir uns jetzt mal in das Gebäude, das Sanitärgebäude 2 an. Das Sanitärgebäude ist hier natürlich eigentlich genau so aufgebaut wie das andere, und zwar vorne.
Wir haben dieses Sanitärgebäude, was wir von zwei Seiten reinkommen können. Und gleich im ersten Bereich, ihr seht hier Herren, und hier steht auch Geschirrspülen. Also das heißt, gleich am Anfang habt ihr das Geschirrspülmöglichkeiten. Scheint mir hier eine Geschlechtertrennung dazu zu geben. Wir sind jetzt hier in Lee. Stimmt gar nicht. In Lee. Aber wenn wir es lernen, in Lee, also sprich im Windschatten. Drei Plätze. Hier stellen sich auch gerne die Bullis hin. Also kann man auch wirklich empfehlen, weil ihr wirklich sehr selten Wind habt. Der Wind kommt halt von dort hinten rein. Und wer es nicht so windig mag, hier steht er richtig. Jetzt zeigen wir gleich mal hier einen 80er Platz, denn es gibt zwei verschiedene Arten von Plätzen. Hier ist einmal den 80 Quadratmeter Platz und einmal den 20 Quadratmeter Platz. Das sind halt preisliche Unterschiede. Und das ist hier so ein klassischer 80er Platz. Wenn ihr euch die ansieht, sagt ihr, was sind das denn für große Dinge? Sie sind wirklich richtig groß. Gehen halt von hier bis zu dieser Steinkante. Das sieht man da. Das ist halt ein 80 Quadratmeter Platz. Und ihr seht einfach auch hier Strom und Frischwasser direkt wieder am Platz. Also wirklich Komfort, Komfort, Komfort. Jetzt sind wir wieder bei der Entsorgung angekommen, und zwar bei der Müllentsorgung. Und ihr seht eins schon richtig, hier wird sortiert. Hier kommt das Altpapier hin, da kommen die Flaschen hin. Gelber Sack haben wir dort, PET-Flaschendosen, Pfandglasflaschen, normale Hausmüll, also wird alles hier sortiert, das finden wir immer ganz gut. Ist zwar manchmal im Mobil ein bisschen schwieriger, das zu sortieren, aber da gibt es immer bestimmte Möglichkeiten, ihr wisst das, und es ist wichtig auch zu sortieren. So, hier haben wir nochmal einen Wasserausguss, also hier Chemietoilette. Dort hinten gibt es einen Wasch- und Wickelraum, also auch Kleinkinder sind hier herzlich willkommen. Und gleich daneben ist die Behindertentoilette. Den Schlüssel gibt es entsprechend an der Rezeption. Und ihr seht, es ist auch behindertengerecht. Allgemein alles immer schön eben. Wir sind halt in Norddeutschland, da geht sowas. Und jetzt zeigen wir euch noch einen 120 Quadratmeter Stellplatz. Ihr seht zur linken Seite unser Auto. Und der Marcel, der dreht hier einfach mal mit. Bis ganz nach vorne hin zum Wegesrand haben wir hier drei Plätze. Also dieser Platz hier wird auf drei Plätze aufgeteilt. Das kann man schon sehen, dass unser Fahrzeug natürlich, wir haben noch nicht so viel von unserem Platz in Anspruch genommen. Wir hätten noch weiter raus können. Also das sind diese 120 Quadratmeter Plätze. Da kann man wirklich nicht meckern, und das ist richtig, richtig großzügig. Da passen auch große Liner wie 10 Meter Fahrzeuge oder wie auch immer, wie groß diese riesen Liner sind, die passen da locker mit hin. Jetzt sind wir auf einem Platz gelandet, der, wenn ihr solche Zettelchen bekommt, als Zeltplätze noch ausgewiesen sind. Aber das ist hier sehr unorthodox, hast du gesagt? Genau, also sehr unkompliziert gemacht. Man kann hier sich auch etwas mal anders hinstellen, wenn man zum Beispiel zusammenreißt oder sowas. Dann ist auch hier mal möglich, eine Wagenburg oder irgendwie sowas zu bauen. Ja, gerade so ein paar Bullifahrer, wir kommen immer in unsere Vergangenheit. Also gerade Bullifahrer kommen gerne mal in Kolonne, drei, vier Stück. Und die können sich hier ohne Problem hinstellen. Es gibt einen kleinen Unterschied zu den Komfortplätzen, das seht ihr hier. Denn dort ist nur Strom. Hier gibt es also kein Wasser. Aber Stefan ist jetzt einfach mal so toll und dreht sich mit mir. Los, komm, dreh, dreh. Wir drehen sich und drehen sich. Und schon seht ihr, da ist Frischwasser. Und wenn der Nachbar gerade nicht da ist, selbst da vorne ist Frischwasser. Also ihr seid ganz dicht, seid ihr dran. In den richtigen Kernmonaten, also sprich Juni, Juli, August, wo die Hauptferienzeit ist, könnte es hier ein bisschen lauter sein, so viel Fairness ist gesagt, denn gleich dort dahinter ist der Spielplatz, den zeigen wir euch gleich. Also das müsst ihr einfach mit einberechnen, aber für manch einen ist ja ein Kinderlachen auch Musik und kein Störgeräusch. Und wenn ihr das auch so empfindet, dann seid ihr an den Plätzen genau richtig. Kaum sind wir von den Zeltplätzen, Stellplätzen entfernt, sind wir direkt am Spielplatz. Gleich anfangen tun wir mit der Pit-Pat-Anlage. Steht hier auch die Preise. Schläger und Bälle sind an der Rezeption erhältlich. Also ihr müsst den ganzen Weg wieder zurück. Deshalb sagen wir euch hier im Video, dass ihr sie vorher euch versorgt. Außer ihr braucht auch gerade Sport, dann ist das in Ordnung. Wir wussten gar nicht, was das ist. Ich dachte, das wäre eine Minigolfanlage. Ist es in der Art, und zwar
von oben. Also man steht dann weiter oben. Es sind auch 18 Löcher, wenn ich das richtig gesehen habe. Gibt es aber ein Bild mal auch von oben herauf, damit ihr das besser seht. Wir laufen weiter in die Richtung und da sehen wir zum einen Volleyballplatz. Dann haben wir dort eine Sitzbank. Stefan kommt einfach mit. Ich versuche mal ein bisschen rückwärts zu laufen. Ihr kennt Gott sei Dank das alles. Dann haben wir dort auch eine Feuerstelle, die es dort gibt. Und auf der anderen Seite kommen wir wirklich gleich zu einem richtig großen Spielplatz, der wirklich eigentlich alle Kindern ein Lachen verzaubern wird. Denn wir haben hier eine Buddelmäßigkeit. Habe ich selber ausprobiert. Für mich ist das ein bisschen zu schwer. Also Kinder, ihr könnt das besser. Dort hinten, das blenden wir euch gleich ein, gibt es einen Kicker. Wir haben eine Tischtennisplatte. Wir haben ein Netz zum Laufen. Wir haben eine Schaukel. Wir haben so ein Raufspringen und Abdüse-Ding. Keine Ahnung, wie dieses Spielplatz heißt. Auf jeden Fall richtig viel Platz für Kinder. Aber nicht nur für Kinder, auch für Hunde gibt es hier was auf dem Platz. Wir haben jetzt gedacht, wir spielen eine Runde Volleyball. Gott sei Dank haben wir keinen Ball mit, weil wenn wir das drehen würden, ihr würdet euch totlachen, macht keinen Sinn. Nein, wir sind hier, weil ihr seht das Abgezäunte da, ne? Das ist die Hundeauslaufwiese. Das heißt, da könnt ihr mit den Hunden hingehen. Ganz am Anfang gibt es ein Behältnis, wo ihr die kleinen Kackebeutel holen könnt. Das heißt, das ist auch bitte auch so gewollt, dass ihr die Hinterlassenschaften eures Hundes aufnimmt. Es ist sofort ein Mülleimer da, ihr müsst es also nicht erst bis sonst wo mitbringen. Das habt ihr da. Große Auslaufwiese, das heißt, Hunde sind hier auch ausdrücklich willkommen. Also ihr müsst da keine Angst haben, bloß kein Hund. Nee, so ist das hier nicht. Hier dürfen Hunde gerne mit dazukommen. Und ja, also ein großer Platz. Und damit ihr diese ganze Gänze dieses Platzes einfach mal sehen könnt, geht Stefan jetzt in die Luft und zeigt euch schöne Bilder von oben. Ich bin aber nicht sauer. So, vielleicht für die Kinder ist natürlich hier auch nochmal was dabei. Wir haben hier eine Pferdekoppel, wo wir hier an so einem Eckplatz oder an dem Platz zur Wiese hinstehen. Das ist mega idyllisch und mega ruhig, also es ist total traumhaft. Für Kinder ist das sicherlich was Schönes. Ganz zum Schluss, da blenden wir euch nochmal ein paar Impressionen ein. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dran. Aber jetzt erstmal zum Fazit. Und das ist jetzt hier nicht so Sadomaso-mäßig, dass ihr die Kinder hier die Pferdchen zeigt. Nein, da gibt es wirklich einen Reiterhof, wo ihr auch mit den Kindern hin könnt. Also nicht nur Pferde schauen, sondern ihr dürft auch reiten. Das ist also auch möglich. Ist halt gleich ums Eck. Das wollte ich noch sagen. Ah ja. Weil sonst wäre es ein bisschen gemein. Was richtig toll ist, muss man sagen, wir sind ja an der Rezeption gestern angekommen und haben wir wurden sofort herzlich begrüßt. Ja. Und haben sofort Infomaterial bekommen. Zum einen gibt es hier einen wunderbaren Flyer, wo man irgendwelche Rabattcode haben kann, was da so Informations ist. Ja, den hätten wir auch zweimal bekommen. Wir haben aber gesagt, wir brauchen den nur einmal und schauen uns das halt einmal an. Weil wir leider nur 2 Nächte hier bleiben können. Genau. Dann gibt es eine wunderbare Karte von Büsum. Es sind ungefähr 800 Meter am Deich entlang. Dann bist du sofort an der Nordsee. Büsum ist eigentlich ein Katzensprung weg. Wenn ihr die Bilder gerade gesehen habt,
Und von oben, genau. Dann seht ihr auch das Hochhaus, das berühmte Hochhaus von Büsum. Und wir blenden euch jetzt hier nochmal ein, wie viel Kilometer es mit dem Rad oder mit dem Roller, weil wir werden nochmal mit dem Roller hier nach Büsum fahren und wie weit das dann halt davon entfernt ist. Das habt ihr sogar schon gesehen, wenn ihr diese Reise gesehen habt, unterwegs in Niedersachsen, Schleswig-Holstein. So ist es. Ja, dann gibt es auch natürlich ein Prospekt von Nordsee Camping in Lee. Und da gibt es auch viele Informationen nochmal, auch nochmal Rabattcode etc. Und was ich richtig toll finde, an Büsum, hier gibt es so eine Gratis-Zeitschrift, Büsum Spontan. Dort gibt es Informationen, alles was es hier allgemein gibt, was für Golf etc., wie die Wettertemperatur sind oder und ganz vorne Ebbe und Flut. Da habt ihr immer 2 Tage drauf, was immer da anliegt. Also das heißt, ihr müsst euch halt ab und zu mal Neues, aber das kriegt ihr hier überall. Entweder an der Rezeption oder auch im Shoppingladen, das ist alles in kleinem Lädchen. Kein Problem. Das gibt es da auch, also auch interessant, was ich hier gerade interessant finde, es gibt jeden Donnerstag im Oktober Rosenkranzbeten fürs Ahrtal. Also auch hier sieht man, dass man darauf bedacht ist, weil sehr solidarisch. Das Gespräch haben wir auch geführt, dass die Leute sagen, ja, also eigentlich sind wir froh, dass es uns hier nicht so hart trifft. Allgemein, wenn es nicht so hart treffen, viele sagen immer, wenn im Radio Regen, Regen, Regen angesagt wird, dann sage ich euch, dann lohnt es sich, hier nach Büsum zu kommen, hier in diese Ecke zu kommen, weil die ist nicht so regenreich. Das ist so ungefähr zu vergleichen wie Göhren, also unterhalb von Göhren von Rügen. Da ist es ja auch sehr bekannt, dass eigentlich der Regen immer dran vorbeizieht. Das heißt, ihr habt hier wirklich sehr sonnige Sachen und wenn mal Regen kommt, es wird nicht allzu schlimm sein. Klar, wenn Deichbruch ist, dann ist egal, wo es ist, schlimm. Aber an sich habt ihr hier immer gute Möglichkeiten und das können wir aus Erfahrung sagen. Gerade St. Peter-Ording kennen wir. Sehr, sehr sonnenreich. Also diese Ecke ist wirklich sehr sonnenreich. Wir gucken aufs Handy und sagen, oh nee, Regen. Ja, stopp. Es gibt Ebbe und Flut und das hat mit dem Wetter viel zu tun. Das heißt, ihr werdet immer irgendwann eine Möglichkeit haben, wenn es nur ein Stündchen ist, wirklich rauszugehen. Puh. Viele Informationen, glaube ich, haben wir euch jetzt geliefert. Ja. Preise. Die könnt ihr auf der Internetadresse auf jeden Fall reinsehen. Da seht ihr genau, es gibt unterschiedliche Plätze, Tagespreise, Kurtaxe etc. Das seht ihr alle auf der Internetadresse, die da unten eingeblendet ist. Und wir sind für 2 Nächte hier, haben Strom mitgenommen. Und den Preis, was wir für einfach mal für 2 Tage bezahlt haben in der Nebensaison, das ist auch ganz wichtig, das wird euch jetzt auch eingeblendet. Genau, und was auch hier sehr, sehr fair ist, muss ich noch sagen, man rechnet hier pro Kilowattstunde ab, das heißt, ihr zahlt auch wirklich nur das, was ihr verbraucht habt. Wir haben gerade das mal kurz zwischendurch checken lassen und bei uns sind es für den einen Tag, wo wir jetzt hier sind, 2 Kilowattstunden gewesen. Klar, wir haben ein bisschen Fernsehen geguckt und so weiter, aber das ist wirklich eine sehr faire Abrechnung. Die E-Rollers haben wir geladen, also wir haben da einiges gemacht. Genau. Also, wir haben überlegt, was können wir Negatives sagen, weil wir sind ja nicht die sagen, die, oh, alles super, alles toll. Ihr müsst darauf aufpassen, ihr bezahlt eine Einrichtungspauschale. Also sprich, ihr müsst 3 Euro dafür bezahlen, überhaupt Strom zu nehmen. Genau. Das muss man halt gucken. Andererseits, ihr habt eine tolle Infrastruktur. Also das wiegelt es dann sich auf. Internet gibt es auch, beinahe vergessen für uns. Oh ja, oh ja. Hier gibt es WLAN-Spots, das wird gerade auch noch auf Gigabit gerade aufgebaut. Momentan haben wir eine, kostet für ein Gerät für einen Tag 1 Euro, circa 25 Mbit, so wie es gerade ist. Also wenn es natürlich richtig voll ist, werdet ihr nicht die 25 Mbit haben, das ist logisch. Aber es ist vom Preis her sehr fair gehalten, das muss man wirklich sagen. Das kann man wirklich sagen. Also wir könnten sagen, ja, die Duschräume sind nicht mehr die jüngsten, aber sie sind absolut sauber. Ja. Und das ist für mich immer wichtiger als ein hochmodernes Bad, weil das haben wir teilweise erlebt, hochmodern und total dreckig, das haben wir hier nicht. Also wir müssten wirklich jetzt hier in diesem Dreck wühlen, um wirklich was, also Dreck, Erde meine ich, ne? Wühlen, um wirklich was Negatives zu finden. Wir sind das allererste Mal da. Für euch auch ganz wichtig, wann wurde dieses Video gedreht? Es wurde Mitte Oktober gedreht, also zum Ende der Saison. Dieser Platz ist von Anfang April bis Mitte Oktober ist der geöffnet. Das ist also ein Saisonstellplatz. Gibt es auch Dauercamping-Möglichkeiten, also Dauercamping, Saisoncamping natürlich. Und alle Preise findet ihr auf der Seite. Wie gesagt, sie ist unten eingeblendet.
Ich würde einfach sagen, wir sind durch, ne? Das sind wir, genau. Wir genießen jetzt hier noch den Rest auf jeden Fall auf diesem schönen Stellplatz, auf diesem schönen Campingplatz. Ja, und dann sehen wir uns schon bald wieder bei einem neuen Video auf unserem Kanal Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.